Liebhaber des Blaudrucks, des Kunsthandwerks und des geselligen Beisammenseins kommen am Färbermarkt in Guttau voll und ganz auf ihre Kosten. Wir waren auch heuer wieder mit dabei. Der Färbermarkt in Guttau zählt zu den schönsten Kunsthandwerksmärkten Österreichs. Und heuer pilgerten rund 6.500 Menschen zu diesem weit über die Grenzen hinaus bekannten Traditionsmarkt. Auch das Wetter zeigte sich an diesem Sonntag von seiner schönsten Seite. Für das Wetter hier bei uns sind immer die Frauen zuständig, die haben das wieder hervorragend gemacht. Nein, wir sind irrsinnig dankbar, dass so viele Besucherinnen und Besucher aus allen Regionen Oberösterreichs und darüber hinaus zu uns gekommen sind, um einen gemütlichen Tag zu verbringen und vor allem einem guten Kunsthandwerk und schönen Blaudruckausstellerinnen und Ausstellern zu frönen. Neben österreichischen Ausstellern waren auch wieder zahlreiche Kunsthandwerker aus den Nachbarländern ins schöne Müllviertel angereist. Sogar bis nach Südkorea hat der beliebte Traditionsmarkt schon Wellen geschlagen. Es sind wieder die Färberinnen und Färber aus Ungarn, aus Tschechien, aus Deutschland hier bei uns. Und heuer ganz besonders auch eine Filmdelegation aus Südkorea, die für 2025 einen Film drehen, um dort ein Kulturprojekt zu unterstützen und mal sehen, wie das weitergeht, war auch eine tolle Erfahrung. Diese internationale Anerkennung zeigt, wie weit die Strahlkraft des Guttauer Färbermarktes reicht und dass der traditionelle Blaudruck nicht nur regional, sondern weltweit geschätzt wird. Blaudruckmode, Trachten, Kunsthandwerk, Schmuck und liebevoll gestaltete Accessoires, soweit das Auge reicht. Der Marktplatz und die Einfahrtsstraßen boten alles, was das Herz begehrt. Dabei kam auch die Kulinarik und Unterhaltung nicht zu kurz. Programm ist immer ein wichtiger Teil, weil die Besucher so eine Möglichkeit haben, irgendwas anderes noch zu erleben. Wir haben wieder die Wirtshausmusik, wir haben eine Tanzgruppe gehabt, wir haben beim Haus Klana in der Möbeltischlerei eine Ausstellung gehabt, der Gruppe Kart aus Bregarten zum Thema Blau. Wir haben in der Kirche wieder Führungen gehabt und Tourenbesteigungen und Konzerte. Wir haben gute Musikerinnen und Musiker, gute Sängerinnen und Sänger. Und wir haben die Musikkapelle, die 2 Stunden einen tollen Frühschoppen von 11 bis 13 Uhr gespielt haben. Um 14 Uhr wurde die Marktbühne zu einem Laufsteg umgebaut. Die zahlreichen Besucher durften Blaudruckmode in den verschiedensten Facetten bewundern. Traditionelles verschmolz mit Modernem und unterstrich die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit dieses Handwerks. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Der Färbermarkt zieht sprichwörtlich an. Wir fahren von der Volkstanzgruppe im Jahr einmal fort und hauptsächlich, wenn wer Geburtstag hat. Und bei uns hat eine heuer den 60. Geburtstag und da haben wir uns für den Färbermarkt da in Guttau entschieden. Und meine Frau habe ich schon eingekleidet mit einem Hut, weil sonst gibt es eh keine Ruhe nicht. Und so ist dann das Grazer Dumme. Ich trage gern blau, also blau ist eine Lieblingsfarbe von mir und darum habe ich auch heute das blaue Dirndl an. Und der Hut taugt mir auch recht, was wir jetzt da gesehen haben. Und es wird wahrscheinlich auch nur ein Schmuck wo ich irgendwas sehen und super. Ich bin im Färbermuseum Führerin unten und bin seit 9 Uhr schon da und kenne den Färbermarkt aus und inwendig. Ich war 22 Jahre im Infostand und weiß einfach super ist. Was ist denn da so klasse am Färbermarkt? Was ist denn da klasse? Der ganze Blaudruck. Kostüme, die Musik. Seid ihr jedes Jahr mit dabei am Färbermarkt oder was zieht euch da her? Nein, ab und zu mal, alle paar Jahre mal. Nein, wir haben Bekannte da, die ausstellen und
dann mal wieder rauffahren, schöne Gegend anschauen und den Färbermarkt anschauen. Ich habe daheim ein Deckerl, Chapeau, und darum schauen wir jetzt ja, um wieder was Neues dazu finden. Wir sind erstens original Guttauer und zweitens immer dabei bei dem großen Fest, natürlich auch als mithelfende Hände. Und dann, wenn wir fertig sind, so wie heute mit unserer Arbeit, dann genießen wir natürlich den Tag in vollen Zügen. Mit so vielen Leuten da bei uns im Ort ist immer was Außergewöhnliches jedes Jahr. Genau, und es braucht einfach sehr viele freiwillige Helfer. Und da sind wir seit vielen Jahren natürlich auch engagiert, immer beim Eintritt. Und man hält man sich schon recht fleißig mit den Leuten und das macht Spaß. Ich bin auf dem Ort und ich singe im Kirchenchor, man sieht es vielleicht. Und da muss man natürlich dementsprechend den Blaudruck vom Ort muss man natürlich hochhalten. Und du bist auch dabei als Tochter? Ja, auch wenn man nach Wien geflüchtet ist für Studium und andere Tätigkeiten. Man kommt immer wieder gerne aus Brauchtum und einfach auch für die Gesellschaft nach Guttau. Gehört mir einfach dazu, weil die Bauernkropfen, die schmecken ganz lecker und es ist einfach eine Tradition für Guttau. Also Traditionen sind euch wichtig? Ja, schon. Das ist ganz wertvoll. Das hält zusammen. Habt ihr euch heute schon ein wenig was angeschaut? Ja, wir sind die ganzen Standeln durchgegangen und es sind sehr viele neue wieder da und es macht einfach Spaß. Im Färbermuseum konnten die Besucher die in sich geschlossene Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Gewerbes der Färber nachvollziehen. An und für sich war das eine Zeugfärberei, die man bis ins Mitte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen kann. Also von dem Zeitpunkt an ist dann hier blau gefärbt worden und bis ins Jahr 1968. Die Frau Krembauer war die letzte Färbermeisterin, die hier noch gefärbt hat und ihr Geld sozusagen mit der Färberei verdient hat. Und natürlich war das irgendwie aufgelegt, Färberei, Färbermuseum, da passt ja der Färbermarkt dazu. Und seit 2001 gibt es in Guttau den Färbermarkt, ja, der natürlich mit diesem Thema Blaudruck, Blaufärben in Zusammenhang steht und der sich inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, zu einem sensationell schönen Markt entwickelt hat. Er zählt ja zu den schönsten Handwerksmärkten Österreichs. Also viele Jahre sind wir da immer in dem Ranking mit dabei und wird von tausenden Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern, aber auch von Wien und aus dem Ausland besucht. Und das freut uns natürlich. Beim Schaufärben in der Zeugfärberei konnte man halbstündlich erleben, wie das beliebte Indigo-Färben in der Praxis funktioniert. Darinnen wird heute das Färben hergezeigt. Das blaue Wunder, der Farbumschlag, der beim Färben passiert. Wenn man den Stoff eintaucht, dann kommt er beim ersten Ziehen ganz gelb-grün aus der Küppe raus und dann wird er an der Luft blau. Und das ist das, was man herzeigen kann. Wir haben das anfangs so gemacht wie der traditionelle Blaudruck geht, vom Papp her, aber was wir nicht gehabt haben, sind Modeln. Weil die Modeln von Guttau, die haben ja schon 68 Drucken aufgehört, die sind verkauft worden und jetzt haben wir andere Drucktechniken benutzen müssen. Wir haben mit Siebdruck angefangen und jetzt machen wir Schablonendruck. Mittlerweile benutzen wir einen anderen Papp, nicht mehr den grünen mit Kupfersulfat, sondern so eine Art japanischen Reismehlpapp. Der ist ganz ungiftig und trocknet schnell, das ist super bei Workshops. Weil bei Workshops, da kann man nicht 3 Wochen warten, oder was, bis das trocken ist und man dann färben kann, sondern die Leute wollen ja kommen und dann direkt mit einem fertigen Stichel heimgehen. Und das kann man so bei uns machen. Sein blaues Wunder erleben birgt im Ursprung eine Redensart in sich, die zum Ausdruck bringt, dass man eine unerwartete und meist unliebsame Überraschung erleben könnte. Wie zum Beispiel beim Stoffefärben, wenn die chemischen Reaktionen anders ausfallen als erwartet. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche positive Assoziationen, wie eben beim beliebten Blaudruck. Oder auch in den verschiedensten Lebenssituationen, wie wir an diesem Tag erfahren durften. Letztes Jahr habe ich da aufgerufen, dass ich noch Single bin und schau mal, wenn wir heute mitnehmen haben dürfen. Freut mich richtig, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich auch der Blaudruck gewesen dann. Also wir haben ja, glaube ich, so einen Beitrag gehabt, dass der beruhigend wirkt. Und dann bin ich auch ein wenig zu mir gekommen, habe ich besonnen und dann habe ich mir um die richtige umschauen können. Man sagt ja, der Blaudruck, blaues Wunder. Also quasi, du hast ein schönes, liebevolles Wunder erlebt. Genau, sie ist mein blaues Wunder. Und wie gefällt es dir da am Färbermarkt? Ja, voll gut. Also ich bin zum ersten Mal da. Ich komme ja eigentlich nicht von da. Ich komme ja aus Salzburg. Aber ich muss sagen, es ist ganz nett eigentlich. Taugt mir schon.
großer Dank gebührt allen freiwilligen Helfern und sämtlichen Beteiligten, die dem Markttag 2024 in Guttau wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Und das nächste Fest steht quasi schon in den Startlöchern. Am 29. Juni wird in Guttau in der Alten Schule 10 Jahre Zeugfärberei gefeiert.